Moin Moin Freunde des guten Geschmacks, ihr seid wieder auf Nerdtaste gelandet, ich bin Stannis und was feiert morgen Weltpremiere am 9. Dezember 2018 auf Netflix, nämlich der Film Outlaw King. Ja, und wie der ist, das sagen wir nämlich jetzt in diesem Video. Nerdcheck! Ja Leute, heute dreht sich alles um den Film Outlaw King, der ja auf Netflix morgen erscheint, am 9.11.2018, Weltpremiere. Kommen wir zum Inhalt. Der Historienfilm Outlaw King erzählt die wahre David gegen Goliath Geschichte, die sich zu Beginn des 14. Jahrhunderts in Schottland zugetragen hatte, in deren Verlauf sich der Outlaw King Robert I., besser bekannt als Robert the Bruce, gemeinsam mit seinen Gefolgsleuten gegen die viel besser ausgerüstete englische Armee stellte. Ist eine produzierte Produktion von Netflix. 120 Millionen US-Dollar haben sie in Hand genommen, kam auf dem Toronto International Film Festival einigermaßen gut weg. Trotzdem haben sie die Schere angezogen, haben gesagt von 137 Minuten auf 117 Minuten. Zum einen pikante Szene, nämlich die des Chris Pine, dass er wohl ein bisschen nackt ist, sag ich mal. Das ist da wohl drinne. Egal, ganz ehrlich, wie prüde muss man sein? Wahrscheinlich Amis. Ist ja Kanada, aber egal. David McKenzie, bekannt aus Hell or High Water, der hat das Drehbuch geschrieben, ist hier Regie, hat er hier geführt, macht seinen Job eigentlich ganz gut, kann man schon mal vorweg sagen. Trotzdem kommen wir jetzt zu den positiven Sachen. Wirklich interessante Story, gutes Pacing, wird nicht langweilig, da hat der David McKenzie gute Arbeit geleistet. Nur am Schluss, wie gesagt, kommen wir nachher zum negativen Punkt, aber das war schon mal gut. Ja, der gute Cast mit Chris Pines, Stephen DeLine, das ist schon nicht schlecht. Machen sie auch gut, dramatisch, gut umgesetzt, aber trotzdem, ich weiß, dass da noch mehr drin ist bei Chris Pine. Das hat er schon besser gezeigt. Er hat da einfach so Hollywood-technisch mehr drauf, kann er hier nicht zeigen, bleibt eigentlich so hinter seinen Erwartungen. Ja, tolle Locations, Ritterborgen könnt ihr sehen, schöne Schlachten, das haben sie wirklich gut umgesetzt. Na gut, umgesetzt ja eher, es wurde jetzt Schottland, England gedreht, da waren ja die Locations, aber trotzdem auch diese ganzen Zelte, was man so kennt aus dem 14. Jahrhundert, das muss man schon den hoch anrechnen, das haben sie gut gemacht. Ja, und dann natürlich ganz wichtig in so einem Historienfilm ist natürlich die Schlachten. Die sehen gut aus, sind gut choreografiert, sehen realitätsnah aus. Ja, und Rau, Härte für das Jahrhundert, auf jeden Fall auch gut umgesetzt. Aber jeder Film hat natürlich einen negativen Punkt, Aspekt. Und das sind leider hier die CGI-Effekte. Was ich sagen muss, bei einem 120 Millionen US-Dollar Budget viel zu wenig. Oder viel zu viel Visual Effects, die man sieht. Feuerbälle, die billig aussehen. Blutige Effekte, die man sieht, wo es spritzt. Hätte man einfach da mehr echte Effekte genommen. Das wäre mal vielleicht mal sinnvoller heutzutage wieder. So das zu nehmen. Das gleiche, was mir ein bisschen so aufgestoßen ist bei dem Budget, ist natürlich die Kostüme. Die sehen meiner Meinung nach ein bisschen mittelmäßig aus, kann man nochmal so sagen. Nähen ist ja schon so eine Kunst für sich, aber trotzdem, da finde ich, die haben die Kostümbildner ein bisschen versagt. Sieht einfach lieblos aus, da steckt einfach kein Herzblut drin. Ganz ehrliche Meinung. Ja, sonst, gut, jetzt ganz pingelig gesagt, die Laufzeit habe ich ja angesprochen, 170 Minuten ist für so einen Film okay. Geht auch in Ordnung, hat nur leichte Längen. Bisschen in der Mitte, am Schluss wird es ja richtig spannend. Action, alles mögliche, seid gespannt. Anfangsweise ist auch gut umgesetzt, aber nur diese Mitte, die hat so ein paar leichte Längen. Ja, das habe ich ja natürlich genug gemeckert. Der Film, seht ihr ja schon, ist so ein Auf und Ab. Macht sich ganz gut, ist auf Netflix einer der besseren Filme, wo man es auch mal sagen kann. Wir können froh sein, dass wir nicht mehr so Pipi-Kaka-Humor-Filme bekommen oder irgendwelche billigen Sci-Fi-Filme. Da ist aber so ein Historienfilm wirklich nicht schlecht, à la Braveheart oder sag mal wie dieses geile Szene, Battle of Bastards aus Game of Thrones. Da kommt der aber trotzdem nicht dran. Muss man leider einfach sagen, da sind ein paar Negativpunkte drin. Trotzdem kriegt der Film von mir wirklich starke 7,5 von 10. Ja, wie gesagt, die deutsche Synchro kann ich nicht bewerten. Das kann ich nicht, weil ich habe vorher nur den O-Ton gesehen. Der war nicht schlecht. War schön Englisch, ne? Schön Native Speaker, kann man gut verstehen. Ja, sonst guckt euch den Film an. Schreibt das mal in die Kommentare rein, wie ihr den fandet. Lasst natürlich ein Abo hier auf diesem Kanal. Ja, Like, alles mögliche, wie ihr das auch kennt. Und schaut die nächsten Tage hier nochmal rein. Eine kleine kurze Werbung hier. Rambo könnt ihr nämlich im nächsten Video gewinnen. Da gibt es nämlich einmal ein 5-Up-Video, ein Ranking. Aber 10 Fakten, ich habe ein bisschen übertrieben. 10 Fakten zu Rambo, die ihr noch nicht wusstet. Ganz ehrlich, guckt rein, habt Spaß. Ich bin Dennis, Nerdtaste, Nerdcheck war es gewesen hier. Und wir sagen Leute, bis dann und ciao und bam.